Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren How-To-Tutorial. In diesem Fall Bildschirmaufnahme mit dem Programm Display Recorder. So, wie ihr seht, gehe ich hier zunächst in den Cydia Store. Da gebt ihr einfach Display ein. Dann solltet ihr schon den Display Recorder bekommen. Ja, der kostet 4,99 $, wenn ihr ihn offiziell kauft. Das würde ich euch auch empfehlen. Alles andere ist illegal. Und damit könnt ihr Ärger bekommen. So, das ist auch schon die App Display Recorder. So sieht sie aus. Auf dem iPad, da werden euch die Aufnahmen angezeigt. Die Uhrzeit oben rechts könnt ihr einfach auf Settings drücken und werdet in die Einstellungen von eurem iPad oder iPod oder iPhone geschickt. Dann, ja, da sind eben die ganzen Einstellungen. Das könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Ich habe das hier, die mittlere Einstellung ohne Mikrofonaufnahme. Die Framerate gelockt, die Videoqualität auf High, so dass es in HD rauskommt. So, dann könnt ihr noch die Aktivierung, wie ihr die Bildschirmaufnahme aktiviert. In meinem Fall habe ich die Lauter-Taste genommen. Das ist einfach ganz praktisch, da kann ich im Spiel ganz leicht lauter drücken. So, jetzt hüpfen wir direkt in die Bildschirmaufnahme. Oben rechts könnt ihr sehen, wie es aussieht. Ohne die Bildschirmaufnahme, also auf der Draufsicht der Kamera von oben. Ja, das läuft sehr flüssig, wie ihr seht. Ich habe es eingestellt, dass man diesen Fingertipp sehen kann, weil ich finde, bei Clash of Clans ist das praktisch. Dann könnt ihr immer genau sehen, wo ich drauf drücke, wo ich meine Einheiten losschicke sozusagen. Ja, das Programm ist richtig einfach. Also da gibt es eigentlich nichts falsch zu machen. Ihr startet einfach die Bildschirmaufnahme mit eurer gewählten Aktivierungsmethode. Und dann nimmt er einfach alles auf, was auf dem Bildschirm passiert, eben mit diesen Finger drücken oder Finger abdrücken. Ja, und wie ihr seht, läuft das auch alles richtig flüssig, wie ihr das gewohnt seid. Und um die Bildschirmaufnahme zu stoppen, drückt ihr einfach den Aktivierungsknopf nochmal und geht in das Programm rein. Und ganz oben bekommt ihr auch dann schon eure Aufnahme angezeigt. Da habt ihr verschiedene Möglichkeiten, auf YouTube hochladen, umbenennen, Video abspielen oder zur Camera Roll hinzufügen. Das mache ich jetzt einfach, dann könnt ihr nämlich das Video ganz normal, wie ihr das gewohnt seid, von eurem Gerät auf den Rechner ziehen. Und ja, hier ist das Video auch schon. Das habe ich jetzt erstmal ganz fix auf meinem Mac gezogen. Und ja, meine Videos bearbeite ich im iMovie. Das ist ganz einfach, dazu wählt ihr das Video aus. Also iMovie bekommt ihr auch ganz normal im Mac App Store für 7,99 €, glaube ich. Und ja, dann importiert ihr einfach den Film, ladet ihn rein. In meinem Fall bespreche ich die Videos dann noch oder ihr könnt sie mit Effekten belegen. Das könnt ihr eigentlich machen, wie ihr wollt. Ja, viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Das Programm kann ich wirklich empfehlen. Also beide Programme, mit iMovie arbeite ich sehr gerne. Es ist ein sehr robustes und gutes Programm. Display Recorder bricht manchmal zusammen auf dem iPad, aber da könnt ihr ja einfach das Springboard neu starten. Achso, ja, um noch dazu zu sagen, genau, um Display Recorder installieren zu können und das heißt, um auf den Cydia Store zuzugreifen, müsst ihr natürlich ein gejailbreaktes Apple Device haben. Also, sprich, ich habe in meinem Fall mit Invasion mein iPad und mein iPhone gejailbreakt und dann einfach im Cydia Store via Amazon Payments, also über Amazon, die 4,99 € bezahlt. Und ja, dann wird es auch schon aktiviert und ihr müsst es nicht mehrmals kaufen, sondern es ist dann über eine E-Mail-Adresse registriert, die ihr im Cydia Store anmeldet und das könnt ihr dann, also ihr könnt dann mit dieser E-Mail-Adresse auf mehreren Geräten den Display Recorder nutzen. Das heißt, ihr müsst ihn nicht jedes Mal einzeln kaufen. So, wie ihr seht, füge ich jetzt da noch ein bisschen das Video hinzu, aber ich will euch ja nicht iMovie erklären, sondern einfach nur zeigen, oder wie ich euch eben gezeigt habe, wie ihr mit dem Display Recorder umgeht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das beantwortet eure Frage, wie ich aufnehme. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach oder schreibt eben hier unter das Video. Wenn ihr Videowünsche habt, das heißt, wenn ich euch etwas erklären soll und ein Video dazu machen habe, alles unten in die Kommentarleiste oder eben eine Privatnachricht. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat und ja, viel Spaß mit meinen anderen Videos. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert meinen Channel oder lasst es, wie immer. Ich bin hier raus, haut rein.